Hallo ihr Quirlinge, weiter geht's mit Merit und seinen Gefährten im Keller des Alchemisten, der noch einmal 100 Erfahrungspunkte jetzt beim Laden gebracht hat. Das ist interessant. Wir sind bei Stufe 4 und knapp 1,5. Und wir haben einen Satz Werkzeuge und zwei Punkte, bei denen wir sie einsetzen können. Hier und weiter draußen, da gab es eine Kellerluke, die hätten wir auch aufmachen können mit Werkzeug. Aber ich entscheide mich hier für diese Stelle. Eine Tür im Laden oder vielmehr im Keller eines Alchemistenladens, das erscheint mir sehr interessant. Die Tür mit Werkzeug aufbrechen. Und... Ach so, ist das das? Die Leiter geht nach oben. Jetzt bin ich doch wieder nur... da. Ja, also, seht's mir nach, aber... Das hätten die Helden schon irgendwie gerafft, dass sie jetzt genau da sind. Und deswegen hätten sie das Werkzeug dafür nicht ausgegeben. Deswegen lade ich nochmal und dann schaffe ich die Helden, weil das ja offensichtlich alles überhaupt nichts nutzt. Dann schaffe ich die Helden. Hier oben hat man nichts mehr. Genau dahin. Da, wo wir die Feuerflüchtlinge in der letzten Episode aufgegabelt hatten. Hinter die Stellung der Stadtwache, also hier vor dieses Haus. Und dort geht's mit Werkzeug im Gepäck im Video für euch gleich weiter. Irgendwo müssen wir doch noch Inais Krankenhaus finden. Was soll das denn noch sein? Muss ich doch irgendwie um die Ecke befinden, ne? Also, gucke ich um die nächste Ecke und stelle fest, da ist irgendwie auch nichts Neues. Da komme ich zurück hier an den Platz, wo wir gekämpft hatten. Was ist denn das da? Na, da ist ja auch ein Haus. Das ist nicht näher beschriftet, aber da könnte ja was sein. Aber das ist nicht das Krankenhaus. Das ist ein herrschaftlicher Wohnsitz. Das ist eine Blutschleifspur, die nach drinnen führt. Okay, wir müssen auf alles gefasst sein, aber gucken wir uns das Ganze mal näher an. Hier hinten war gerade irgendwas. Oh, ein reiches Anwesen haben wir erreicht. Und können es betreten. Ah ja, der Besitzer, den haben wir doch hier tot irgendwo am Baum baumelnd gefunden. Hier, genau. Es ist aber nicht das Anwesen von und zu Deran Arendae, oder? Wie das von außen aussieht, wissen wir nämlich gar nicht. Zumindest nicht aus Nokoris Abenteuern in Kenabres. Aber dann kann der am Baum baumelte ja auch nicht... Hallo, ihr? Kann dann ja auch nicht der Hausherr gewesen sein, denn der Hausherr des Hauses Arendae ist Deran und dem geht's gut. Hier treffen wir auf ein paar Tiefling-Banditen-Raufbolde. Einige bewaffnete Tieflinge stellen das Haus auf den Kopf. Sie tragen emsig Silberzeug, Schmuck und Münzen zusammen und verstauen ihre Beute in Truhen. Der Umstand, dass einige ihrer Trophäen mit dem getrockneten Blut ihrer einstigen Besitzer besudelt sind, scheint sie nicht im geringsten zu stören. Der Anführer der Marodeure ist eine unauffällige Gestalt ungewissen Geschlechts und Alters. Schafft alles hier rüber! Und was steht ihr hier noch rum? An die Arbeit! Und denkt nicht mal dran, etwas abzuzweigen. Ich sehe alles, ihr Halsabschneider. Und Regard. Hey da, Staub! Regard ringt sich ein Lächeln ab. Wie ich sehe, haben die Dämonen euch noch nicht erwischt. Ja, ich weiß schon. Ihr seid schwer umzubringen. Wenn die ganze Welt tot umfällt, werden Staub und seine Leute überleben und ihre Taschen so voll wie möglich machen. Und Staub. Ah, Korkenzieher. Staub grinst Regard ebenfalls an. Wie ich höre, seid ihr jetzt mit den Weltverbesserern befreundet. Früher wart ihr eine Respektsperson. Und jetzt seid ihr nur noch ein hübscher kleiner Spitzel? Und Regard, hey, aufpassen! Noch so ein Spruch und wir kriegen ein Problem.
Wann habe ich jemals jemanden verpfiffen? Fällt euch jemand ein? Nein? Dann spart euch das. Rickard spuckt auf den Boden. Ich arbeite mit den Weltverbesserern zusammen und versuche nicht, es zu verbergen. Allerdings nur gegen die Kultisten. Sie sind Freunde von euch. Ist es das? Hätte die Familie diese Verrückten so lange nicht sehenden Auges gewähren lassen, bekäme Kenabres jetzt vielleicht keine derartige Abreibung. Und der Banditenraufbold. Als hätten die Weltverbesserer jemals etwas für uns getan. Aber gut, gut. Staub macht eine beschwichtigende Geste mit der Hand. Wenn ihr euch für die mendevische Königin ein Bein ausreißen wollt, ist das eure Sache, solange ihr eure eigenen Leute nicht verpfeift. Wir sind hier nämlich ziemlich beschäftigt. Also zieht einfach eures Weges. Wir haben kein Problem mit euch, aber Finger weg von unserer Beute. Korkenzieher. Rickard, ist das euer Spitzname? Ja, so werde ich in den Schatten genannt. Rickard zeigt auf seine gewundenen Hörner. Ich habe alle möglichen Arbeiten erledigt. Frag nicht. Ihr schlaft besser, wenn ihr es nicht wisst. Wer seid ihr? Seht ihr das denn nicht? Wir sind Putzkräfte. Wir dachten uns, wir schrubben mal ein paar Böden, tragen den Müll raus. Dabei gibt es nichts zu sehen. Ihr könnt also weitergehen. Steht nicht im Weg und behaltet eure Hände bei euch. Sonst erwischen wir euch noch versehentlich mit einem Scheuerlappen. Und Rickard lehnt sich zu dir und murmelt. In der Stadt bezeichnen die Leute diese Bande als Tieflinge. Wohl eher als Dieblinge, denke ich. Ihr könnt euch sicher vorstellen, warum. Sie selbst bezeichnen sich als Familie, wobei sie euch wohl kaum auf ein gemütliches Abendessen einladen werden. Die Kreuzfahrer haben sich nie um Tieflinge geschert, also haben sie zusammengehalten und versucht zu überleben. Hätte ich die Tirabades nicht getroffen, würde ich jetzt auch für die Tieflinge arbeiten. Einschüchtern, Schwierigkeitsgrad 15? Eine solide 11? Wir müssen nur eine 4 würfeln. Ihr habt da viele schöne Sachen. Wollt ihr das wirklich alles für euch behalten? Warum teilt ihr es nicht mit uns als Zeichen des guten Willens? Wir gucken erstmal, ob Merit das überhaupt durchbringt. Ja, bringt er. Mit einer soliden 16. Staub spielt eine Weile mit einem Dolch, taxiert dich und deine Gruppe und spuckt dann letztendlich angewidert auf den Boden. In den Abyss damit. Gut, wir teilen. Seht ihr den Raum da? Ihr könnt alles nehmen, was ihr darin findet. Und werdet nicht unverschämt, sonst überlege ich's mir anders. Wollt ihr handeln? Ja, okay. Also, Merit findet es nicht gut, dass sie hier plündern. Auf der anderen Seite kann er das jetzt nicht ändern. Die scheinen keine direkte Gefahr darzustellen und man kann auch nicht alles nach seinem Bilde formen, sagen wir so. Insofern wäre er ja jetzt hier damit oder darauf bedacht, einige Dinge sicherzustellen, die dann wenigstens noch irgendwie der Stadt Kenabres helfen, statt alles in irgendwelchen dunklen Kanälen versickern zu lassen. Das war gerade so seine Motivation. Entsprechend wird er auch versuchen, denen hier möglichst viel Geld aus den Rippen zu leiern. Aber für die Stoßdolche bezahlen die auch nichts, die Schweinehunde. So. Hierfür auch nicht. Ja, das ist genau das gleiche wie bei den Rathausleuten. Okay, das können wir ihnen anbieten, 32, naja, was haben sie denn? Waffen, naja, ich nehme an, das ist das exakt gleiche Handelsinventar, oder? Ist das was anderes? Ah, Träger der Genesung, interessant. Ja, sie sind nicht an vielen Dingen interessiert, aber an ein paar. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, einen Raum uns anzugucken. Aber welcher sei das?
Also, wir scheinen hier sicher zu sein. Klar, es könnte auch noch irgendwie eine Falle irgendwo geben, aber grundsätzlich. Ah, oh, Moment, hier geht's nach unten. Eieieiei. Also, er sprach von einem Raum, nicht vom Keller. Deswegen nehme ich an, dass das der Raum ist. Die Treppe nach oben ist zerstört. Was haben die denn hier gemacht, dass es also kaputt ist? Also, das dürfen wir nehmen, habe ich verstanden. Ein Zauberstab des Flammenbogens. Oh, das ist schön. Den bekommt dann gleich Sendri, genau. Dahin. Und Rekard erzählt, dass es einen Keller gibt. Merit möchte mal schauen, ob da noch irgendein versteckter, verängstigter Flüchtling ist, vielleicht ein Hausbediensteter, oder ob da Kultisten und Dämonen sind. Schleicht mal runter. Ach du Scheiße. Au, Backe. Okay, speichern. Was zum Geier ist das? Und ist hier jemand? Sendri, Vorsicht! Sieh an, Dampfheizung. Die Leute hier wissen zu leben. Naja, sie wussten es. Vorsicht, der Ofen hat zu viel Druck. Er könnte jeden Moment explodieren. Weg von dem Rohr. Der Dampf würde euch bei lebendigem Leib kochen. Und Sendri, wir müssen den Druck in den Öfen senken. Wo ist das Ventil? Okay, wir haben eine kleine Rätseleinlage. Verstehe. Ich glaube, wir können aufhören zu schleichen. Okay, es war falsch. Ja, ich lade das mal. Okay, ihr zwei Experten. Walmod, das lässt du mal schön die beiden machen, die ja schon drinstehen, ja? Also der ist jetzt gerade irgendwie weniger geworden. Dann können wir den ja auch noch weniger machen, oder? Genau. Dann ja wohl den. Es springt der wieder rum. Und der da. Der hat gerade ein Problem. Okay, jetzt haben wir hier alles. Alle Teile des Puzzles, eine Siebenerrungenschaft. Oh, Werkzeug, okay, schön. Die Tür öffnen. Kommt man da durch? Also, das Puzzle ist jetzt fertig, aber hier ist immer noch mächtig Druck drauf. Speichern. Habe ich was davon, wenn ich jetzt hier nochmal das umlege? Ja, der sicheren Tod. Toll. Nö, hab gerade nochmal alles durchprobiert. Das scheint alles zu sein, was man hier dann machen kann. War nicht wirklich schwer. Wo kommen wir jetzt hin? Das
muss ja irgendein Kellerausstieg sein von diesem Anwesen. Ah, hinten raus, verstehe. Eröffnet uns das irgendwas Neues? Wir haben jetzt übrigens zweimal Werkzeug. Und ich kann es nicht ein einziges Mal sinnvoll verwenden. Und ich habe Inais... Gut, er kämpft gegen irgendwen. Ich habe Inais Krankenhaus immer noch nicht gefunden. Aber gut, hier muss ich weiter erkunden. Der Würfel hatte ich gerade gesehen, echt? Naja gut, du musst ihn nicht anschießen, das bringt nichts. Zurück mit dir. Das wird nichts. Dahin. Waffenwechsel. Ach, der kämpft auch wieder gegen irgendwen. Naja, dann kann dieser irgendwer ja umgeschossen werden. Da sind noch mehr im Spiel. Noch so ein scheiß Magier, das ist nervig. Tja, wen hat dieser Taumaturg auf dem Kiegra? Ich habe keine Ahnung. Das weiß nur er allein. Merit, du musst mir ein bisschen heilen. Okay. Ich würde mal sagen, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Wir lassen die mal machen. Wobei... Wir wollen dem Schleim mal ein bisschen helfen. Dem Gallop natürlich. Okay, der ist jetzt sowieso außer Gefecht. Was macht er? Er nascht das Spiegelbild weg. Okay, also, ja, dann müssen wir jetzt langsam doch rangehen. Aber es geht auf keinen Fall Tuvel zuerst. Merit. Valmod. Und dann Tuvel. Genau. Zähigkeitsrettung. So heißt es. Ja, haben sie alle geschafft. Gut. Okay. Was? Wer ist denn da unten? Ach, so ein Lümmel mit einer großen Keule. Verstehe.
dann kannst du nicht angreifen. Geh hier hin. In Deckung. Daneben, schade. Tuvel, du solltest jetzt eigentlich das Waffenset wieder wechseln. Merit ganz genauso, wobei es da ein bisschen anders ist bei ihm, weil er den Schild behalten soll. Falls der hier zu Rekard geht, ja, schneidet Merit ihm den Weg ab. So. Ach, das sind mehrere. Na, das ist Tuvel auch egal. Walmut. Ah, die beiden ist so, glaube ich. Oh, das war richtig gut. Was macht er jetzt? Pflück ihn dir, Feri. So, er ist... Ach, das war der... Das war der Falsche. Noch 5 Punkte, komm, das kriegt ihr hin. Hier. Rekard. Sauber. Gut, sammelt euch. Dann gucken wir uns hier um. Und sammeln den Loot ein natürlich. Der Galadwürfel hat wie üblich nichts dabei, was von Interesse ist. Die beiden hier vorn wahrscheinlich auch nicht. Okay, so. Da kamen wir raus. Das ist der Galadwürfel, der interessiert mich nicht. Hinten raus hatten wir uns alles angeschaut, oder? Es gibt ja irgendwie so wenige Geheimverstecke. Die Karten sind so groß, aber irgendwie... Entweder entdecke ich die alle nicht, oder es gibt wirklich wenige. Ich sehe da so eine Turmtür. Aber das ist diesmal auch wiederum egal. Linke Hand die große Freitreppe rauf. Das müssen wir noch machen. Und hier, ah ja, hier sind wir jetzt wieder in der Straße. Mit den Feuerflüchtlingen. Hier vorne, genau, hier waren sie. Damit schließt sich hier der Kreis. Kannst du hier um das Haus rumgehen? Kannst du? Schreich mal. Ey, geht das nicht? Hier lang? Und am Dach durch? Nee, geht nicht. Ah, Seil auf eine Mauer werfen kann ich machen. Die Frage ist, was mir das bringt. Also ich habe jetzt nur diese Freitreppe. Was anderes habe ich nicht. Als Spielwiese. Dann kommt. Und ich gucke mal, was oben auf der Treppe oder über der Treppe da oben in diesem Gebiet dann lauert. Ob ich es für sinnvoll halte, mit dem Seil die Mauer hochzuklettern. Okay, Schiere. Und Barbaren. Das ist natürlich nicht schön. Speichern. Aber ich denke, das schaffen wir.
stell dich dahin. Da passiert doch irgendwas. Ein Kultisten-Alchemist. Okay, mit dem müssen wir uns beschäftigen. Du gehst hier zurück, weil der kann dich sonst treffen. Der ist immun gegen Hinterhältige, das ist total ätzend. Da kann auch Tuvel nicht viel machen. Ah, so ein Scheiß. Aber falls da noch einer kommt, rutschen sie vielleicht in der Schmierpfütze erstmal aus. Gut, der geht auf sie, das ist schön. Ah, Merit und Tuvel stehen genau falsch rum. Okay, das war ein Crit. Der bufft sich noch. Ah, schade. Ja, immer auf Tuvel drauf. Sehr gut. Noch 3 Punkte. Auch auf Tuvel? Ne, auf Merit. Oh je, das ist gefährlich. Buff mal ihn. Das schafft ja vielleicht Merit. Ja, sehr gut. Oh, der schafft seine. Der schafft seinen blöden Reflexwurf. Ich fass es nicht. Oh, das ist furchtbar. Na gut, der Henker ist jetzt dran. Sendri, wir müssen hier eingreifen. Auf Balmut, gut, zumindest einer von beiden. Tja, die Frage ist, was Tuvel macht. Ja, das war irgendwie klar. Bist du ein Arsch? Gott, der ist down. Ja, das wäre gut. Ah, der ist ein scheiß Schier. Der wird dich auf jeden Fall erwischen. Aber eigentlich müsste man das machen. Aber das ist Merit ziemlich platt. Nee, komm. Mach's nicht. Oh, kritischer Treffer. Schön. Alle auf den Schier. Bis auf Reka vielleicht. Wobei. Oh ey, 15 Schaden. Wow. Räum bitte diesen Schier weg. Jetzt. Nicht erst irgendwann. Aber bei. Ah, nee, warte mal. Das muss Walmut machen, weil Merit kann einen Ansturm machen. Okay. Er stürmt an und fällt dann auf die Schnauze. Und Tuvel haut daneben. Ja. Der steht noch in der Soße drin. Das interessiert ihn aber überhaupt nicht.
Doch. Nee, doch nicht. Wow. Sag mal, wie viel Schaden machst du eigentlich so? Und wieso treffe ich dich eigentlich nicht? Walmut, geh da mal hin. Das beredet ihr jetzt bitte mal miteinander. Okay. Nicht okay? Ist überhaupt nicht okay. 3. Ja, theoretisch kannst du 3 machen, aber praktisch 1. Und er ist dran und macht. Bumm. Oh, das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Vor allen Dingen bei Walmut. Mach die Schmiere weg. Meret kommt sonst nie auf die Beine. Ja, jetzt müsste man fokussieren können, ha? Huh? Das war kein guter. Okay, so, was haben wir denn hier? Verschwinden. Aber ein Kettenpanzer, das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht hier. Ja, braucht noch jemand einen Kettenpanzer? Merit hat sowas schon. Du hast was Besseres und du hast Schippenpanzer. Guck, gut, hier, dann nimm den. Ein Punkt Rüstungsschutz mehr. Ja, ich denke, wir sollten die Helden jetzt zurückschaffen. Ach, da ist vielleicht das Krankenhaus. Naja, ich schaffe die Helden jetzt mal wieder in ihren Alchemistenladen, denn dort müssen sie jetzt ein bisschen rasten. Vorher verkaufe ich noch am Rathausbalkon so ein bisschen Kram und genau. Dann geht's im Video für euch im Lager gleich weiter. So, da sind wir. Auch Brody und Co. sind da. Naja, gut. Offenbar war ihnen Schwester Albre im Tempel zu unheimlich. So, jetzt müssen wir aber hier ein bisschen aufpassen, denn so ganz ohne ist das hier unten bestimmt nicht. Firi macht die Schutzrituale, oder? Nee, wir können kochen, richtig. Erst beim Kochen am besten. Eigentlich Rekard. Na klar, Wissen Welt, muss ja Rekard sein. Und wir machen herzhaftes Essen mit der eine Reinigungslösung, die wir haben, genau. Lagertarnung macht dann Sendri. Rechne ich auch nochmal kurz weg. Da. So. Schutzrituale ist dann wahrscheinlich tatsächlich Firis Sache. Und Nachtwache machen Merit und der zweiten Schicht Tuvel. So. Macht irgendwer was nicht? Ach so. Walmut, wo unterstützt du am besten? 11, 21, 5, Tarnung. Hab ne das ist eigentlich Quatsch. Ist egal, kommt, macht. Was ist das für ein Geruch? Brot oder gerösteter Zucker? Fragt Sendri. Oh nein, ganz in der Nähe muss eine Konditorei brennen. Ja klar, werden wir angegriffen. Von wem denn? Wo kommt ihr denn her? Ihr Vögel. Wow. Rekard. Das war bisher dein Bester. 17. Und 16 gewürfelt. Die sind ziemlich schwach, oder? Level 2. Nein, da ist ein dreckiger Punkt daneben.
Gut. Dürfen wir jetzt weitermachen? Oh, sogar die Tarnung des Lagers hat funktioniert. Was aber die Wahrscheinlichkeit... Ja, ach, reden wir nicht drüber. Hier. Die zweite Wache, die von Tuvel war es. Die hat nicht funktioniert. Kochen hat funktioniert und Schutzrituale ebenfalls. Damit ist jetzt alles wieder oben. Ach so, ich habe bei dir... Habe ich das Zauberbuch? Ne, habe ich nicht, ja. Ich depp. Ja, natürlich nicht. Schön. Ganz toll. Wir hätten es ja brauchen können, ha? Naja. Dann halt ohne. Das ist gut. Ah, die haben aber recht interessanten Loot dabei. Immer Meisterstück leben. Wow. Drei Meisterstück leben. Wow. Gut, ich schaffe die Helden dahin zurück, wo wir zuletzt gekämpft haben. Und auf dem Weg dahin werde ich nochmal am Rathausbalkon diese Sachen verkaufen, die wir gerade gefunden haben. Und für euch im Video geht es gleich auf der großen Freitreppe weiter. Okay, weiter geht's. Irgendwo muss doch Inais Krankenhaus sein. Gibt's da gar nicht. Also, das ist der letzte Quadrant. Was ist das hier? Oh, das ist das Krankenhaus. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, jemine. Die Kultisten haben die Türen verbarrikadiert und das Krankenhaus in Brand gesteckt. Alle im Inneren sind einem schrecklichen Tod erlegen. Oh, böse. Ja, dann. Hm. Ach, das macht Inai nur noch verbitterter. Die hackt wieder auf uns rum. Er wird nicht schnell genug. Was? Okay, die können was? Die Lizleutnant. Da sagt einer, wir haben sie abgewehrt, den Göttern sei Dank. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Eine Bürgerwehr, okay. Rekard geht zurück und berichtet von seinen Beobachtungen. Meret schöpft den Verdacht, dass das Verbündete sein könnten. Man spricht mit denen. Halt, wer? Oh, die Augen des Kämpfers weiten sich. Sir Rekard, ihr seid es. Und Rekard, ja sicher, Sir. Als würden sie mich jemals zum Ritter schlagen. Trotz seines mürrischen Tons ist Rekard offensichtlich erfreut über diese Ansprache. Hey, ich erinnere mich an euch. Ihr wart in dem Trupp, der die Barke mit dem Gift angegriffen hat, richtig? Und der Milizleutnant. Ja, genau. Hättet ihr damals nicht den Plan der Kultisten durchkreuzt, wäre es zur Katastrophe gekommen. Andererseits, ich vermute, am Ende kommt es ohnehin zur Katastrophe. Und Meret mischt sich ins Gespräch ein. Wir sind unterwegs zum Hüterherz. Wie kommen wir dorthin? Lass mich nachdenken. Hier drüben ist alles abgeschnitten. Überall Ruinen oder Monster. Eure beste Chance, aus diesem Pfuhl herauszukommen, ist wohl der Posten der Inquisitoren bei der Kathedrale. Er liegt direkt nordöstlich von hier, aber ihr müsst euch durch mehrere Gruppen von Kultisten kämpfen. Was macht ihr hier? Ich bin ein Wachmann, aber es gibt keine Stadtwache mehr. Wir haben jetzt so etwas wie eine Miliz. Wachen, Ritter, freiwillige Zivilisten. Im Prinzip jeder, der eine Waffe halten kann. Wie läuft der Kampf? Wir können uns kaum noch halten. Angeblich ist die Königin bereits mit einer Armee hierher unterwegs. Ich bete zu Iomedae, dass sie nicht aufgehalten wird. Schließen wir uns zusammen. Gemeinsam haben wir eine höhere Überlebenschance als alleine. Einverstanden. Aber vorher müssen wir Hauptmann Xu finden. Er ist irgendwo hier in den Befestigungen. Wir können nicht ohne ihn gehen, einverstanden. Mir fällt gerade ein, in der Nähe hat ein Alchemist sein Geschäft. Wenn es noch nicht geplündert wurde, könnten wir... Der Milizleutnant räuspert sich verlegen.
Ich will damit natürlich nicht zum Plündern anregen, aber wir könnten jetzt wirklich alle ein paar Tränke gebrauchen. Die Stadt wird dem Alchemisten später alles bezahlen. Und Rekard, dort sind wir bereits gewesen. Alles Nützliche aus diesem Geschäft befindet sich derzeit in unseren Beuteln. Also, einverstanden, wir gehen zusammen und helfen euch, euren Hauptmann zu finden. Und dann haben wir die neue Quest, der Milizhauptmann. Okay, verstehe. Und die sind jetzt offenbar NPC-Kämpfer. Gut. Es wird Zeit zu gehen. Aber ihr kommt jetzt mit, oder? Was habe ich jetzt gesagt? Nee. Doch, ihr kommt mit. Oh, gut. Okay, gut. Also, da oben können wir noch was plündern. Was ich auch tun werde. Auch wenn es ihre Beute ist. Oh, ja, damit. So, dann haben wir hier das letzte Stadtviertel von dem Reichsviertel von Kenabres. Wir müssen noch Inai Bescheid geben. Aber ich denke, es macht jetzt keinen Sinn, dorthin zurückzukehren. Dann ist sie nur noch länger in ihrem Leben verbittert, als sie ohnehin schon verbittert ist. Und da haben wir noch irgendwas zur Stadt. Ja, also dieses letzte Gebiet müssen wir noch aufdecken. Und dann müssen wir Inai Bescheid geben, vielleicht in unserem Lager im Alchemistenkeller. Und dann natürlich über den Tempel und Schwester Albre dann und eine Rast entsprechend weiterziehen. Und ich denke, das ist alles eine schöne Planung für den nächsten Teil. Bis dahin!